Ja, ich bin jetzt hier an der Kirche in Vogelheim, die geschlossen worden ist. Die letzte Messe ist gelesen. Das erste, was ich jetzt ins Bild nehme, ist dieser wunderschöne und aus meiner Sicht relativ seltene Baum. Den sieht man auf Essener Stadtgebiet mit Sicherheit nicht so oft. Dann wende ich meinen Blick und hier sehen wir eben die Kirche. Das ist der Kirchturm. Ja, und ich laufe jetzt mal ein paar Meter. Hier in Vogelheim habe ich ein Praktikum gemacht für mein Studium in der Gesamtschule Nord. Ja, Vogelheim steht Kopf, warum auch immer. Ach, Stadtteilfest von 5. bis zum 7.10. Na, schau an. Ja, und dann gehe ich jetzt mal ein Stück. Ja, hier ist das Eingangsportal. Sieht halt auch oft schon am Pflegezustand, dass da nicht beabsichtigt ist, das Ganze vorzuführen. Kinder haben schon den Ort gewählt, um ihre Liebesbekundungen zu verewigen. Und hier ist eben zu sehen, dass der letzte Gottesdienst gelesen worden ist. Es ist die Sankt Thomas Morus Kirche. Ja, und hier steht dann, wie an anderen Kirchen schon zu lesen, die ich in der Vergangenheit gefilmt habe, wo die künftigen Gottesdienste stattfinden werden. Nee, das steht jetzt hier nicht, es steht nur an der letzte Gottesdienst durchgeführt wird. Auch hier hoffentlich von Dauer eine Liebesbekundung. Ich liebe dich, Kim, 2018. Ich liebe dich, Dustin, 2018. Und ich liebe dich, Sonny. Er ist mittlerweile durchgestrichen. Oder Sammy. Da scheint die Liebe vorbei zu sein. Ja, das ist sehr. Eingang, ein Baum, der hier stand, der ist schon gefällt worden, aber dieser schöne Baum steht noch, ich nehme noch mal ins Bild, sehr schön und ungewöhnlich, ja, und dann laufen wir ein paar Meter. Hier noch mal der Hinweis auf das vorstehende Stadtteilfest. Vogelheim steht Kopf. Jetzt am kommenden Wochenende. Und dann laufe ich ein Stück. Da sehen wir eine biblische Elster bei der Futtersuche. Jetzt haut sie ab. Ja, hier ist eine Haltestelle. Kleinstraße. Ja. Dann nehmen wir mal ein Stück. Und hier kann man eben die Kirche aus einer anderen Perspektive noch mal sehen.
nochmal der Kirchturm mit der Uhr. Ja, die Kirche hat mit Sicherheit zu anderen Zeiten regen gläubigen Besuch gehabt. Aber die Zeiten haben sich für die Kirche geändert, wie überall. Haben mit Sicherheit auch hier Kirchenaustritte stattgefunden. Und dann hat sich natürlich auch im Laufe der letzten Jahrzehnte die Bevölkerungszusammensetzung massiv geändert. Das heißt, an die Stelle des Christentums sind andere Gläubige getreten, die eben keinen christlichen Glauben haben und ihre eigenen Kirchen haben. Und zur Folge hat das, dass eben die christlichen Kirchen an Zuspruch verlieren, aber auch aus anderen Gründen, weil es in der Kirche natürlich auch in der Vergangenheit jede Menge Skandale gegeben hat, darf man nicht vergessen, und mit entsprechenden Konsequenzen. Die Schäfchen laufen weg. Ja, trotzdem habe ich die Kirche jetzt im Bild festgehalten. Ich versuche das eben festzuhalten, was noch für die Nachwelt, weil irgendwann wird sie so mit Sicherheit nicht mehr stehen. Das war's.